wie die Zeit. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play. Mal die Schnauze, verdammt Waffe. So, hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Fallout 4. Hier sind wir bei den Wandersäufern oder was auch immer das sein soll. Und wir waren noch auf dem Weg auf unseren Auftrag. Da lang ist der Auftrag doch im Leben nicht. Ist das das? Doch. Ja, dann werden wir mal da hingehen. Die labern nur Scheiße und dem kann man was verkaufen, aber nur zu saufen. So. Gucken wir mal weiter, was hier noch ist. Was ist das denn? Nicht auf. Entsperren. Wohnwagenschlüssel. Wohnwagenschlüssel. Ist hier im Häuschen drin, ne? Kann ich nicht durch. Dazu brauche ich einen Wohnwagen. Ich habe doch einen Wohnwagenschlüssel. Habe ich doch. Probieren wir mal. Lol, das ging doch von dem einen, der Schlüssel. Das war doch so ein Transport. Wie geil. Sehr schön. Gamma-Patrone. Was ist denn das? Wow. Richtig massig Zeug. Ein bisschen alte Welt, was? Ja, ein bisschen alte Welt. Liegt noch eine Wumme. Da müsste ich mal, bin mal interessiert. Kurz mal müssen wir mal gucken bei den Waffen. Ob hier irgendwas Schaden 10. Schaden 10, ja. Chef, das kannst du da sowas von in den Pfeil verrauchen. Da sind ja die improvisierten Pistolen besser. Aber mittlerweile habe ich auch 218 davon, aber wir latschen immer noch mit dem Ding hier ein bisschen durch die Gegend. 300 oder so muss sein. Jetzt sieht man auch mal was. Wenn endlich mal die Sonne aufgeht. Was? Das sieht größer aus, noch ein größeres Problem da hinten, ne? Wenn da die Raider sind. Leck mich am Arsch, das wird heftig. Okay. Lebe ich mit. Kann ich immer noch verkloppen, verticken oder sonst was. Okay, dann gehen wir mal gucken. War das hier im LKW? Kann ich den auch aufmachen? Da hat einer mächtig gegengebummt. Alles voller Container. Offene Container. Müsste man alles durchsuchen. Motorrad. Kann man nicht Motorrad fit machen? Hier durch die Gegend fahre. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Das wird gar nicht lustig. Hier ist die Brücke zu Ende. Okay, 80 Meter Distanz. Gucken erst mal in das Haus, nicht dass da irgendwo er steht. Hört sich nicht gut an. Geh mal gucken. Da ist noch was. Hier liegt wieder. Was war das? 5. Dreckskakerlake. Wo denn? Blöder Köter. Ting, ting. Noch eine. Mensch, Kotzi! Ich habe irgendwas Dickes gefunden. Dong, hat er gemacht. Lass mal gucken. Waffe. Waffe, Waffe, Waffe. Warte. 10, 10, 13. Was ist das denn hier? Verursacht 50% mehr Schaden gegen Supermutanten. Das hört sich gut an. Guck mal, da ist ein Sternchen dran. Jiha! Das gefällt mir.
Das gefällt mir sogar sehr gut. Direkt speichern. Das will ich nicht nochmal verlieren. Kann ich nicht. Kann ich jetzt speichern? Yo. Automatisch gespeichert. Ich speichere trotzdem nochmal. Super geil. In so einer scheiß Kakerlake war das drin. Da haben wir richtig Glück gehabt. So, Mr. Wart, Leute, wir gehen jetzt erst noch da drüber. Oder sollen wir direkt angreifen? Ich habe Angst, dass wenn wir hier verrecken. Wir sollten nach Riesenbehältern mit Insektenspray suchen, Sir. Sie wissen schon, gegen die Rieseninsekten. Das ist ein witziges Kerlchen. Der ist doof. Da steht schon einer. Seht ihr den? Wir stehen da runterballern. Muss ich alle runterballern, ist die Frage. Verstecken. Steht der da oder ist das ein Anzug? Der steht da. Ne, okay. Jetzt mit X. Da müssen wir ran. Was war hier überhaupt? Wo denn? Kommt raus und kämpft, wenn ihr euch traut. Kopf. Komm. Wo denn? Schlecht. Nein, nein. Von mir aus, komm. Dann wartet mal wieder. Warte, wir haben gleich Spaß. Er hat nichts mehr. Werf, werf. Jawohl, das Ding ist im Arsch. Habe ich. Wo denn? Nächster. Halt, halt, halt. Komm. Guck dir das an, der trifft überhaupt nichts. Da ist noch jede Menge mehr. Langsam. Nummer eins. Nummer zwei. Noch zwei. Au, von wo? Ich bin festgenagelt. Ja, haben sie überhaupt nicht verzogen, dumme Scheiße. Du musst da hoch. Go, 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 go. Rein. Das hat nämlich keinen Kampf. Die schießen von oben. Dazu bräuchte man hier snipermäßig irgendwas. Wäre schon viel besser. Als allererstes brauchen wir jetzt mal was zum hier Hilfsmittel. Gut, dass ich nichts gebraten habe, ich Vollhorst. Ne. Geröstete. Nein, viel zu. Köterkeule. Hab ich die gemacht? Ja, hab ich gemacht. Sehr gut. Ham.
Gebäude. 29 Meter. Das hier ist genau mein Ding. Was ist denn mit dem? Unter die Messis gegangen, Sir. Hey, was piepen? Was pupen? Huh? Nun gut. Oh Mann, hoffentlich sind's nicht wieder wilde Ghule. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Ja, schon möglich. Du, komm her, du Vollhaus, du Idiot, dämlicher. Los geht's. Los. Hier. Was für ein Arschloch. Kotzi geht mir auf den Kittel, was für ein hirnloser Vollhorst, Mann. Er rennt immer nach vorne wie ein Kaputter. Wo ist der? Wo ist die Mühle? Das ist doch scheiße. Das will ich nicht. Beschiss. Hat er da gespeichert? Ich das lade? Ja, ich will laden. Und mich hier den Kotzi stilllegen. Ne, das geht nicht. Was? Wie was? 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 Jetzt wollt Spielchen mit dir spielen. Was? Ich habe hier eine Kreissäge auf den Namen. Ach du Scheiße, wie viel sind denn das? Da ist nichts mehr. Ich hab das schon 100 Mal gemacht. Nummer 1. Nein, 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 ist schon gut, schon gut, schon gut, schon gut. Das Ding ist übel. Kann ich das nicht entschärfen irgendwie? Wo ist das Arschloch? Kaputt. Das sieht ja übel aus. Hätte ich mal gespeichert, indem ich da durch die Tür durchgegangen war. Scheiße, das ist ein Arschloch. Ja. Ich sehe gar keine Sau. Tja, ich würde sagen, das hier ist leider zwecklos. Müssen wir nochmal von vorne anfangen. Wie, was für ein Ärgernis. Weil der Idiot da losgesprintet ist. Wie egal, wo hängt der denn, der Trottel? Was war das? Aha, da bist du also. Komm schon her, du Flexer! Bin schon da. Nein, 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 nein. Boah. Lass mich weg! Ich weiß nicht, wo der Idiot ist. Ich hüpfe jetzt mal da runter. Oh, Scheiße, nein! Leute, wartet mal. Das macht nichts, wenn du nichts mehr siehst. Ich gehe mal kurz in die Kneipe hier rein. Der kämpft da für sich allein. Gefällt überhaupt nicht. Warum müssen Sie sich immer wehren? Soll mich das beeindrucken? Das ist mega. Ich gebe die Deckung. Bewegung. Tja. Nein, 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 nein. Das gefällt mir nicht. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal nochmal. Und zwar richtig.
Der Kotzi, der bleibt vorne anstehen und dann werden wir alle schön nach dem anderen, einen nach dem anderen killen. Das hier ist doch Dreck. Das ärgert mich nur. Jemand da? War wohl nichts. Wo ist der Blödmann? Der ist verschwunden. Das könnt ihr vergessen. Okay, sorry Leute. Müssen wir nächstes Mal wiederholen. Hat ja Spaß gemacht, aber ich würde ja gerne auch jemanden killen können. Und den Idioten vor allen Dingen würde ich gerne abstellen können. Ist ja alles scheiße. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, habe die Erde. Tschüss.